Die Berliner S-Bahn. Jeder kennt sie. Fast jeder ist schon mal mit ihr gefahren. Doch was macht sie eigentlich aus? 164 Bahnhöfe, mehr als 1000 Fahrer, 328 Kilometer Streckennetz, über 300 Millionen Fahrgäste im Jahr. Das ist die Berliner S-Bahn. Wie wird dieses gigantische System ins Rollen gebracht? Und was gehört dazu, es am Laufen zu halten? Um das herauszufinden, haben wir einen Tag lang Berlin etwas genauer unter die Räder genommen. Der erste Arbeitsgang eines Fahrers ist die Anmeldung am Computer. Und der Chef ist auch schon da. Meine Aufgabe ist, als Teammanager mich um eine Gruppe von Triebfahrzeugführern, in meinem Fall sind das 100 Triebfahrzeugführer, zu kümmern. Das bedeutet also, dass immer ein Triebfahrzeugführer da ist und dass der entsprechende Triebfahrzeugführer für diese Leistung auch vorbereitet, sprich ausgebildet ist. Triebfahrzeugführer, also S-Bahn-Fahrer Henry Gewald, hat seinen Dienstplan für den heutigen Tag ausgedruckt. Er studiert die Fahrtroute und meldet sich per Telefon zum Dienstantritt. 72007. Ja, danke. Tschüss. Wie viele S-Bahnen und S-Bahn-Fahrer gibt es ungefähr in Berlin? Also die Triebfahrzeugführersumme bewegt sich ziemlich exakt bei 1030. Das schwankt immer mal so, weil also Kollegen in Ruhestand ausscheiden. Und S-Bahnen, ca. 600 Viertelzüge, das sind immer zusammengestellt Triebwagen und Beiwagen oder zwei Triebwagen, je nach Bauart. Und diese Doppelwagen praktisch können zu vier Wagen, sechs Wagen oder acht Wagenzügen zusammengestellt sein. Und deswegen ist es nicht ganz einfach, jetzt zu sagen, wie viele Züge das sind. Fliegender Wechsel in den Katakomben des Bahnhofs Friedrichstraße. Für einige Stationen fährt die S-Bahn hier unterirdisch. Mindestens 5, höchstens jedoch 10 Stunden dauert der Arbeitstag eines Triebfahrzeugführers. Wie kommt man eigentlich ins Cockpit einer S-Bahn? Die meisten absolvieren eine Lehre zum Eisenbahntransporttechniker. Aber auch eine Ausbildung als Elektriker oder Schlosser ist eine gute Voraussetzung für den begehrten Beruf. Ich bin seit September 1987 bei der S-Bahn beschäftigt und bin seit 1990 dann im Fahrdienst bei der S-Bahn und fahre mit den Zügen durchs gesamte Streckennetz und es ist auch sehr schön, sehr abwechslungsreich, wäre sehr monoton, immer nur eine Strecke zu fahren. Und da sehe ich auch eine größere Gefahr darin, so eine Art betriebsblind zu werden, wenn man immer durch die gleiche Strecke fährt. Bisher dominieren Männer das Bild der S-Bahn. Gibt es eigentlich auch Frauen im Führerstand? Es gibt auch Triebfahrzeugführerinnen und das ist also in keiner Weise irgendwie geschlechtsspezifisch jetzt gemeint, wenn man Triebfahrzeugführer sagt, das ist einfach nur, weil es sich halt kürzer ausspricht. In meinem Team sind 3 Triebfahrzeugführerinnen und 97 Männer. Damit erkennen wir natürlich, dass der Beruf immer noch sehr stark männlich besetzt ist. Und der Lokführer ist ja aus der Tradition ein Beruf, der sehr viel mit manueller Arbeit zu tun hatte. Wir denken mal an die Dampflokomotive und an die Kohlenschippen und alles, was dazugehört hat. Und es war zur damaligen Zeit einfach nicht üblich und ich denke auch mal aufgrund der Schwere der körperlichen Arbeit auch nicht unbedingt gut dort Frauen zu beschäftigen, aber steigende Tendenz, gerade jetzt bei den Neueinsteigern beobachten wir, dass also die Frauenquote, das ist ein furchtbares Wort, aber dass eben der Anteil der Frauen doch steigend ist.
Auch Henry Gewalds Mutter war bei der S-Bahn. Der Sohn setzt die Familientradition fort. Was geht Ihnen denn während so einer langen Fahrt durch den Kopf? Auf verschiedene Dinge, aber eigentlich muss man sich voll konzentrieren während der Fahrt. Man muss die Gleise beobachten, die Signale beobachten und auch den Zug beobachten, die Technik und die Sicherheitseinrichtung. Sie fahren jetzt seit 12 Jahren S-Bahn. Ist Ihnen in der Zeit mal irgendwas Außergewöhnliches passiert? Es gibt schöne Momente, wenn mal was Neues kommt oder so. Und gibt auch negative Momente, wenn man Suizidfälle hat. Haben Sie das schon erlebt, dass sich jemand vor Ihren Zug geworfen hat? Ja, das war kurz nach der Eröffnung des Südringens, rings im Bahnhof Heidelberger Platz. Aber ich konnte es noch schaffen, kurz vor der Person, die besoffen ins Gleis gefallen ist, den Zug zum Stehen zu kriegen. Also Sie rechnen aber jetzt nicht laufend damit, dass so etwas wieder passieren könnte? Nein, das nicht. Wäre wahrscheinlich auch für die Psyche nicht sehr angenehm. Was meinen Sie, was ist das Schönste an Ihrem Beruf? Das Schönste, man ist unterwegs und man hat nicht unbedingt den unmittelbaren Kontakt mit Vorgesetzten, muss sich nicht mit anderen Leuten rumstreiten und hat hier relativ seine Ruhe hier vorne. Und fühlen Sie sich nicht auch manchmal einsam, wenn Sie immer Ihre Ruhe haben? Eigentlich nicht, ne, kann ich nicht sagen. Eigentlich sehr angenehm. Mehrere hundert S-Bahn-Züge rattern täglich durch Berlin. Wie lässt sich eine solche Flotte dirigieren? Das Herzstück dieses gesamten Systems ist natürlich der Fahrplan. Und der Fahrplan an sich ist schon eine sehr ausgeklügelte Sache, weil diese ganzen Abhängigkeiten untereinander dort erstmal berücksichtigt werden müssen. Und da wir bei der S-Bahn ja eine heilige Formel haben, den 20-Minuten-Takt nämlich, kann man sich vielleicht so versuchen vorzustellen, dass die einzelnen Linien alle im 20-Minuten-Takt bedient werden und dann wird verdichtend eine zweite Linie auf bestimmten Abschnitten dazu passig gemacht, die dann also den 10-Minuten-Takt ergibt. Und wenn man das auf den Innenstrecken mit den einzelnen, also auf den stadtinneren Abschnitten, Stadtbahn, Nord-Südbahn und Ringbahn, dann übereinander legt, dann kommt eben dieser 2-Minuten-Takt zustande. Verwirrend. Doch fast immer ist sie ja pünktlich. Die S-Bahn gehört zum Stadtbild, wie die Siegessäule, das Brandenburger Tor oder der Fernsehturm. Was sagen eigentlich die Berliner zu ihrem Hauptverkehrsmittel? Die S-Bahn finde ich eigentlich ganz cool, ja. Also ich habe kein Problem mit der S-Bahn. Ich komme ohne Parkplatzprobleme aus, alles erreichbar. Die neuen Bahnen alle sind schon eigentlich sehr schön. Nicht so gut finde ich die beschmierten Scheiben. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist Großstadt. Das ist Graffiti lebt. Drei Betriebswerkstätten hat die S-Bahn in Berlin. In Grünau befindet sich die größte und modernste. 45% aller Fahrzeuge werden hier gewartet, repariert und natürlich geputzt. 130 Mitarbeiter kümmern sich um die Instandhaltung der S-Bahn-Züge, von denen die Ältesten immerhin rund 70 Jahre auf dem Buckel haben. Für die Reinigung, Wartung und Instandhaltung von S-Bahnen aller Baureihen wurde 1998 eine neue Instandhaltungshalle in Betrieb genommen. Sie ist 165 Meter lang, 36 Meter breit und 10 Meter hoch. In der sogenannten Unterflurhubanlage wird ein kompletter Halbzug hochgehoben. Regelmäßig werden hier die Drehgestelle, Radsätze und Fahrmotoren der S-Bahnen ausgetauscht, um Sicherheitsmängeln vorzubeugen. Ja, hier in der S-Bahn-Betriebswerkstatt Grünau werden täglich ca. 100 Wagen instand gehalten. Das heißt, die werden einer planmäßigen bzw. einer außerplanmäßigen Instandhaltung unterzogen. Haben Sie denn viele Probleme mit Zerstörung oder Vandalismus in der S-Bahn? Die außerplanmäßige Instandhaltung überwiegt eigentlich den Anteil der Instandhaltung, die wir hier machen. Und das sind im Großen und Ganzen die Vandalismus und die Graffiti-Beseitigung. Wie lange dauert es ungefähr, einen zerstörten Wagen mit kaputten Polstern wieder instand zu setzen?
circa 8 Stunden. Also 8 Stunden wird dieses Fahrzeug hier bei uns stehen und es kommen circa 5 Mitarbeiter zum Einsatz. Die Leute, die hier arbeiten, haben die nicht manchmal das Gefühl, dass das eine Sisyphusarbeit ist? Ja, Sie werden es ja gemerkt haben, dass wir auch bei den Zerstörungen der Scheiben, dass wir da schon eigentlich nicht mehr der Sache Herr wären, sodass wir diese Arbeiten einstellen mussten. Und die Mitarbeiter sind halt sicherlich sehr traurig darüber, dass die Fahrzeuge immer wieder in den Zustand zurückkommen, aber es ist halt ihre Arbeit. Den letzten Schliff bekommen die reparierten Züge in der Außenreinigungsanlage. Sie arbeitet nach einem neuartigen Waschverfahren für schienengebundene Fahrzeuge. Ein ausgeklügeltes System ermöglicht die Reinigung in kurzen Waschhallen. Viertelzugweise werden die S-Bahnen durch die Anlage geschleppt und gewaschen. Zwischen 60 und 80 Wagen werden hier jeden Tag eingeschäumt und auf Hochglanz gebracht. Die Wäsche ist beendet. Der Waschstück auf 30B kann jetzt vorziehen zum Signal RFA. Die Anlage ermöglicht eine Wäsche bei Außentemperaturen bis zu minus 5 Grad. Pressetermin auf dem Bahnhof Grunewald. Ein neuer Zug hat Premiere. Alle sind sie gekommen. Zeitungen, Radio und Fernsehen. Um die neueste Errungenschaft der S-Bahn zu bewundern. Der Baureihe 481, die planmäßige Abfahrt des Sonderzuges ist 10.38 Uhr. Wir werden bis nach Zoo fahren, durch mich geführt. In Zoo werde ich dem regulären Triebfahrzeugführer den Zug übergeben, um dann die folgenden Schnupperfahrten, wie in der Presse angekündigt, nach Erkner fortzusetzen. Was bedeutet denn dieser neue S-Bahn-Zug für die Stadt? Für die Stadt bedeutet auf jeden Fall einen Gewinn an subjektiver Sicherheit für unsere Fahrgäste. Hier haben wir 73,8 Meter durchgängig für den Fahrgast gestaltet. Er kann damit einsteigen zunächst und dann sich einen Platz suchen, wo er am liebsten Platz nehmen möchte während der Fahrt. Und auf welcher Strecke werden diese neuen Züge fahren? Wir werden diesen Zug zuallererst einsetzen auf der S8. Das ist die Linie von Zeuthen-Grünau nach Nordbahnhof. Dort ist planmäßig ein Halbzug eingesetzt. Insofern eine wunderbare Gelegenheit, ihn auch optimal einzusetzen. Die Mannschaft ist gerüstet. Die Jungfernfahrt kann beginnen. Noch können sich die Pressevertreter am außergewöhnlichen Service in der S-Bahn erfreuen. Gleich steigen die Schaulustigen zu. Mit einer Fragebogenaktion wollen die S-Bahn-Mitarbeiter herausfinden, wie zufrieden die Fahrgäste mit dem komplett begehbaren Zug sind. Die Vorfreude und Neugierde der Berliner am Tag der Premiere ist jedenfalls gewaltig. Ein schöner Tag für die Berliner S-Bahn. Gibt es auch Schattenseiten? Es hat auch bei der Berliner S-Bahn, wie bei der Eisenbahn und auch in anderen Branchen, schon große Pannen gegeben. Leider, müssen wir sagen. Wir haben doch so circa einmal alle 2 Monate doch eine größere Störung, wo dann ein Fahrzeug liegen bleibt und es leider dann 20, 30 Minuten oder noch länger dauert, bis dann die Strecke wieder geräumt ist und der Regelbetrieb hinter dem schadhaften Fahrzeug aufgenommen werden kann. Ja, und wir bemühen uns, dieses komplizierte System stabiler zu machen und im Angebot für den Kunden besser zu machen, pünktlicher zu werden. Und da die kleinen Pannen, die dann in der Summe wie eine große Panne aussehen,
in ihrer Anzahl und Häufigkeit zu minimieren. Und das ist nicht einfach, aber ich denke, wir befinden uns da auf dem guten Weg. Vor allem schätzen die Fahrgäste an ihrer S-Bahn die hohe Taktfrequenz, das große Platzangebot und die Sicherheit. Doch das allein reicht heute nicht mehr aus. Dienstleistungen will der Mensch wieder vom Menschen haben und nicht vom Automaten. Macht Ihnen Ihre Arbeit Freude? Wunderbar, doch, gefällt mir wirklich. Es ist eben der Umgang mit den Fahrgästen hier, macht sehr viel Spaß, weil man noch ein paar Leute dabei hat, die nicht immer ganz freundlich sind, aber hält man eben die Fassung und reagiert sehr nett zu den Fahrgästen. Und im Winter, wenn es jetzt ein bisschen kühler ist, wie viele Stunden hintereinander sind Sie dann draußen? Ist das nicht sehr anstrengend? Ja, ist sehr anstrengend, aber man kann sich ja warm anziehen. Und eine Stunde, naja, 8 Stunden Arbeitstag, und wenn man alle 2 Minuten auf der Stadtbahn raus muss zum Zug abfertigen, ganz schön. Ja, jetzt muss ich erstmal einen Moment arbeiten hier. Irgendwelche besonderen Erlebnisse hier schon gehabt auf dem Bahnhof? Bisher noch nicht, zum Glück. Also noch keinen Personenfall oder so, noch nichts. Und positive Erlebnisse? Jemand Nettes kennengelernt? Auch noch nicht. Schön wär's. Anderswo wird die Fahrgastbeförderung mehr und mehr automatisiert. Berlin ist eine der wenigen Städte, die sich mit Aufsichtspersonal auf jedem Bahnhof um das Wohl der Fahrgäste kümmern. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten verfügen viele Berliner S-Bahnhöfe über ausreichend neue Abfallbehälter, was früher nicht selbstverständlich war. Trotzdem bleibt der Müll noch allzu oft in der Bahn liegen. Die Mitarbeiter der mobilen Reinigungskolonne haben genau 7 Minuten Zeit, um einen Zug zu säubern, bevor er weiterfährt. In dieser kurzen Zeitspanne lässt sich nur das Gröbste beseitigen, auch wenn sich die Reinigungskräfte noch so viel Mühe geben. Eine Innenreinigung pro Stunde. Davon können andere Verkehrsmittel nur träumen. Ist das nicht übertriebene Reinlichkeit? Würde es nicht ausreichen, den Zug einmal nach Feierabend zu säubern? Nee. Ja, das würde absolut nicht ausreichen, weil ja die Leute eben alles liegen lassen und die sind ja eine Stunde bis eineinhalb Stunde unterwegs. Da sind die Züge schon sehr, sehr verschmutzt. Zeitung, Bierbüchsen, Verklebung, Bier ausgekippt, Cola ausgekippt. Also das ist schon sehr schmutzig. Also die Züge, wenn die nicht gereinigt werden würden, würden total schlimm aussehen. Also Sie brauchen, um Ihren Job keine Bange zu haben? Hoffen wir es. Nee, eigentlich nicht. Den Dreck wird ja immer gemacht. Finden Sie manchmal auch interessante Sachen, die in der S-Bahn liegen geblieben sind? Oh ja, die findet man natürlich. Vom Laptop angefangen bis zur Bierbüchse alles. Verlorenes landet im Fundbüro. Seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert ist die S-Bahn jeden Tag kreuz und quer durch Berlin unterwegs. Sie bringt die Berliner zur Arbeit und nach Hause, zu Verwandten und ins Theater. Mit ihr kann man ganz individuell die Hauptstadt erkunden und erfahren. Nach dem Fall der Berliner Mauer wurde damit begonnen, das rund 3 Jahrzehnte geteilte Eisenbahnnetz der Stadt wieder zu verknüpfen und neu zu gestalten. Die Mehrzahl der Linien führt über den Bahnhof Ostkreuz. Seit langem schon wird ein Umbau des Verkehrskreuzes erwogen. Bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden Pläne dafür. Und 1996 begannen die Vorplanungen für die Neugestaltung des Bahnhofs. Im nächsten Jahr soll mit den Arbeiten begonnen werden. Die Straße zoologischer Garten in Schwinkelde und Eisrücken nach Baden.
Guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo. Herr Prignitz, wieso haben wir uns denn jetzt auf dem Bahnhof Ostkreuz getroffen? Aus vielerlei Gründen. Der Bahnhof ist einer der interessantesten im S-Bahn-Netz und er ist im Prinzip noch im Zustand der 20er Jahre. Hier kann man sehen, wie es auf den Bahnhöfen aussah, als die S-Bahn frisch ins Leben der Berliner hineinkam. Dieser Bahnhof wird aber außerdem in den nächsten Jahren dann großer Bauplatz werden. Über 6-7 Jahre wird es dauern. Dieser Bahnhof wird unter laufendem Betrieb komplett umgebaut. Die bisherigen Bahnsteige werden zu Richtungsbahnsteigen umgebaut. Das heißt, man kann dann auf dem einen Bahnsteig grundsätzlich Richtung Ostbahnhof fahren, auf dem anderen grundsätzlich Richtung Lichtenberg bzw. Erkner. Das wird eine Menge Arbeit kosten. Des Weiteren werden hier künftig Regionalzüge halten, sowohl oben neben dem heutigen Bahnsteig F, wie auch hier unten auf dem Bereich, wo wir jetzt sind. Und das wird für die Berliner mit Sicherheit mehr Komfort und mehr Leichtigkeit beim Bahnreisen mit sich bringen, vorher aber eine Menge Einschränkungen. Der Bahnhof Ostkreuz macht wirklich einen ziemlich maroden Eindruck. Funktioniert denn noch alles so, wie es soll? Es funktioniert noch alles so, wie es soll. Manchmal müssen natürlich Reparaturen gemacht werden, die man einfach nicht mehr hinausschieben kann. Treppenstufen werden immer schlechter und schlechter, das ist klar. Und Aufzüge und Fahrtreppen können wir nun hier leider nicht installieren. Da bitten wir also noch um ein bisschen Geduld. Aber der Bahnhof funktioniert. Er sieht nicht schön aus, aber er funktioniert. Take a walk on the wild side. In den letzten Jahren wurden Millionen investiert, um die S-Bahnhöfe so zu gestalten, dass sie den heutigen Anforderungen des öffentlichen Personennahverkehrs gerecht werden. In 10 Kundenzentren und mehr als 70 Fahrkartenausgaben bemühen sich die Mitarbeiter um die Fahrgäste der Bahn. Wir verkaufen hier Fahrkarten im Bahnhof Alexanderplatz, verkaufen Souvenire und informieren Reisende und Touristen über Attraktivitäten und Fahrkarten, Arten und Sorten und über deren Gültigkeit. Nun gibt es ja ein bisschen Stress wegen der Fahrpreiserhöhung. Die betreffen ja die S-Bahn nicht, aber bekommen Sie von dem Unmut der Leute auch was zu spüren? Teilweise ist ein Unmut da, aber ich muss sagen, die Aggressivität richtet sich eigentlich sehr wenig gegen die Verkäufer als solches, sondern mehr gegen den Senat. Wie arbeitet es sich hinter den Kulissen der S-Bahn? Sehr interessant, viel Abwechslung und vor allen Dingen die Kollektivität ist immer noch da. Man versteht sich, kennt sich teilweise jahrelang, ist eine große Familie. Rush Hour im Bahnhof Zoo, einem Hauptverkehrsknotenpunkt der Stadt. Der eine liebt sie, der andere hasst sie. Fast alle nutzen sie. Die Berliner S-Bahn. Sie gehört zu den besten Nahverkehrssystemen in den Großstädten weltweit. Wenn die S-Bahn nur einen Tag lang nicht fahren würde, hieße das 700.000 Autos mehr auf Berlins Straßen. Verkehrsinfarkt. Die S-Bahn ist unverzichtbar. Und es gibt viel Neues. Welche besonderen Ereignisse gab es in letzter Zeit bei der Berliner S-Bahn? Herausragend war im letzten Jahr sicherlich der Ringschluss. Das erste Mal seit über 40 Jahren können die Züge wieder komplett einmal um den Ring fahren, in knapp über einer Stunde. Und dadurch sind auch vollkommen neue Verkehrsbeziehungen entstanden, weil Wege, die man vorher mit langer Fahrzeit verbunden waren, weil man Umwege fahren musste, können jetzt wieder direkt gemacht werden. Also zum Beispiel vom Gesundbrunnen zum Wedding rüber. Das ist ein großer Vorteil und unsere Fahrgäste honorieren das auch. Man hört aber auch immer wieder, dass Unzufriedenheit entsteht wegen vieler Baumaßnahmen. Was können Sie dazu sagen? Es ist richtig, dass wir natürlich sehr viel im Netz bauen müssen, weil das Netz erstmal grundsaniert werden muss. Wir haben ja nach dem Mauerfall erst einmal die Lücken geschlossen zwischen Ost und West und uns jetzt an die Grundsanierung, an die Grunderneuerung des Netzes gemacht. Und das wird noch bis 2006, bis zur Fußball-Weltmeisterschaft so weitergehen. Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere bei der Berliner S-Bahn? Ich glaube, die Berliner S-Bahn ist aufgrund ihrer Tradition etwas Besonderes. Sie ist die Urmutter aller S-Bahnen in Deutschland. 1924 sind die ersten Züge vom damaligen Stettiner Vorortbahnhof nach Bernau gefahren, elektrisch. Und damit wurde im Grunde genommen die Ära eines Stellbahnnetzes begründet, das jahrelang weltweit wegweisend war. Also andere Städte haben uns um die S-Bahn beneidet und ich glaube, sie tun es heute auch wieder, weil sie bietet eine wunderbare Mischung aus alten, prächtigen Bahnhöfen, einer wunderbaren Tradition, Möglichkeiten, die Stadt auf vollkommen neuen Wegen zu erfahren und natürlich moderner Technik, modernen Zügen, sehr viel Service, sodass wirklich diese Mischung die Berliner S-Bahn ausmacht und einzigartig macht.
Nur wenn die S-Bahn eine ernsthafte Alternative zum Auto bietet, bleibt Berlin der Verkehrskollaps erspart. Viele Fahrgäste schätzen die Sicherheit in der Bahn, vor allem wenn es Nacht wird. Besonders junge Berliner und auch Touristen stürzen sich gern mit der S-Bahn ins Nachtleben. Habt ihr vielleicht auch schon nette Bekanntschaften in der S-Bahn gemacht? Naja, es geht. Also wenn man mal angesprochen wird oder so, ist es meistens nichts Gutes dabei. Fährt der Hund gerne S-Bahn? Er fährt gerne S-Bahn, Auto, S-Bahn, alles. Braucht der Hund auch eine Fahrkarte? Nein, brauche ich nicht, da ich die ABC-Karte habe. Kann ich ihn mitnehmen. Aber normalerweise bräuchte er eine? Nee, eigentlich nicht. Zu klein? Ja. Wo kommen Sie her? Ich komme aus den USA. Und wie gefällt Ihnen das in Berlin, das S-Bahn-Fahren? Ja, es ist schön. Ich kann immer meine Zeitung lesen und es ist angenehm und schnell, in die Mitte zu fahren. Viele Berliner hat die S-Bahn ein Leben lang begleitet. Ich erinnere mich noch ganz gut an die sehr klapprigen Wagen mit den hölzernen Bänken, wo man die Türen nur mit Mühe und Not aufkriegte und wo es im Winter doch recht kühl war. In der Zwischenzeit hat sich ja doch allerhand getan. Eines dagegen hat sich im Laufe der Zeit nicht geändert. S-Bahner ist man mit Leib und Seele. Dieser Beruf ist mehr als nur ein Job. Also es ist irgendwo auch eine Leidenschaft, die sich da mit dem Geldverdienen trifft. Sie haben also Ihr Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht. Da sind Sie ein glücklicher Mensch, vermute ich mal. Ja, also auf die Frage ein klares Ja, das bin ich. Die S-Bahn bleibt natürlich nicht von den Problemen einer Großstadt verschont. Unangenehme Erlebnisse gibt es natürlich manchmal auch. Ich hatte ja beispielsweise Junkies, die sich eben ihre Spritze dann auf den letzten Sitzen setzen und so etwas. Das erlebt man auch, aber ich glaube, das gehört zur Großstadt dazu. Und ich glaube, das macht das S-Bahn-Fahren nicht unbedingt total schlecht, sondern nur ein bisschen dramatischer. Wie ist die Berliner S-Bahn im Vergleich zur ungarischen? Viel, viel besser, viel bequemer, viel schöner. Da können sich die Berliner noch glücklich schätzen. Ja, ich könnte auch mit dem Auto zur Arbeit fahren, aber dann bin ich vielleicht 5 Minuten eher da, müsste mir einen Parkplatz suchen. Und hier an der Bahn kann ich ein Buch lesen. Und habe noch nie so viel gelesen, wie seit ich S-Bahn fahre. Fahren Sie gerne mit der S-Bahn? Nein. Warum denn nicht? Zu viele Kameras und Mikrofon. In jedem Fall ist und bleibt die S-Bahn doch der Berliner liebstes Kind.